28. November 2006. Mutter Gottes, meine lieben sühnenden Kinder, als eure himmlische Mutter führe ich euch zu meinem göttlichen Sohn und helfe euch auf dem Weg der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Ihr alle bedürft der Aussöhnung mit Gott, mit euren Mitmenschen und mit euch selbst. Wenn ihr euch darum bemüht, werdet ihr eines reichen Segens teilhaftig und euer Leben wird gute Früchte bringen. Es ist für euer ewiges Leben wichtig, dass ihr auf dem Weg zu Gott vorankommt. 27. November 2006, Erzengel Michael. Gott will sich in seiner gnädigen Güte aller erbarmen. Es ist jedoch notwendig, dass ihr euch an seine Barmherzigkeit wendet. Fleht um sein Erbarmen für euch und für andere, zum Wohl und Heil eurer Heimat und der ganzen Menschheit. Das Wesen der Sühne besteht darin, dass ihr auch für andere und anstelle anderer betet. Doch tut dies mit Demut, mit Liebe, mit einfacher Gesinnung und kindlicher Hingabe an die unbefleckte Jungfrau. Wandelt Tag für Tag nach der Führung der Mutter Gottes auf dem steilen und schmalen Weg. Seid treue und gehorsame Kinder der heiligen Jungfrau Maria. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.